Seid ihr hier, um zu beten? Nicht ganz. Wir haben ein wunderschönes Gedicht von Relius Curio. Oder verschlägt es hier die Sprache? Ein Gedicht von Relius Curio. Oh, hätte ich die Gelegenheit gehabt. Ich hätte ihn selbst durch ein Oblivion-Tor gestoßen. Er bringt mir diese verdammten Briefe seit 4 Jahren. Ich ertrage es nicht mehr. Kann ich gut verstehen. Gebt schon her den Schund. Ich habe euch nichts zu sagen. Lebt wohl. Bei diesem Gedicht gibt es auch nichts viel zu sagen. So, damit wäre auch dieser Auftrag zu Ende und alle losen Enden momentan beseitigt. Dann gehen wir mal in unser Ordensquartier und schauen uns ein bisschen um. Das soll jetzt ja angeblich ein bisschen hergerichtet worden sein. Oh, waren die Flaggen vorher schon da? Ich weiß es gar nicht. Netter Garten auf jeden Fall. Oh, mit einer Truhe, die ist leider unmöglich zu knacken. Nun ja, gehen wir in die offizielle Empfangshalle. Da stehen sie ja schon, alle 4. Der Wahrheit nur mein Mund gehöre, Recht und Reich meiner Hand. Mit dem Herzen werde ich nur den Neuen dienen und mit dem Schild und Schwert meinem Land. Das heißt den Neuen und nicht den Neuen, mein lieber Freund. Der Wahrheit nur mein Mund gehöre, Recht und Reich meiner Hand. Mit dem Herzen werde ich nur den Neuen dienen und mit Schild und Schwert meinem Land. Aber hübsche Rüstungen bekommen sie da. Der Wahrheit nur mein Mund gehöre. Recht und Reich meiner Hand. Mit dem Herzen werde ich nur den Neunen dienen und mit Schild und Schwert meinem Land. Der Wahrheit nur mein Mund gehöre. Recht und Reich meiner Hand. Mit dem Herzen werde ich nur den Neunen dienen und mit Schild und Schwert meinem Land. Der nullte Tag der Woche. Hm, was ist damit gemeint? Egal. Der nullte Tag der Woche soll von nun an der Zahltag sein. Eure Ritter werden an diesem Tag ihr Beutellehen, das ihr in ihrer Truhe oder ihnen direkt übergeben könnt, verlangen. Okay. So viel dazu. Und wer bist du? Madlore. Wahrscheinlich eine normale Wache oder so. Zu Befehl? Hey, wie geht's? Euer Anwesen ist in sicherer Hand. Gut zu hören. Na, dann gehen wir mal wieder ein bisschen Parade stehen. Haben wir, ja, 20 Beutellehen. Das ist schön, dann geben wir ihnen doch gleich mal die erste Fuhre Gehalt. Ich traue mich kaum zu fragen. Wie steht es mit meinem Beutellehen, Meister? Hier habt ihr euer Beutellehen. Habt Dank, Meister. Und was hast du uns zu sagen? Ich hab da mal in Marodan Osterkall eine Nacht verbracht. Was die da für ein Bier gebraut haben. Schreckliche Suppe. Mit richtig dicker Malze. Also, wie die das runterkriegen, das ist nichts für uns Nordjungs. Ah, apropos Marodan Osterkall. Das ist eine andere Modifikation für Oblivion. Die ist so, lang nicht so lang, aber auch nicht so kurz, sagen wir so. Vielleicht werden wir uns da ja auch mal drum kümmern. Aber jetzt schauen wir uns hier erstmal noch ein bisschen um und reden vor allem mit unseren anderen Rittern. Ja, sieht ganz nett, auch wenn auch noch ein bisschen heruntergekommen. Prost! Ich meine Gruß! Genau. Wie sieht es mit meinen Beutellehen aus, Meister? Du scheinst mal nicht betrunken zu sein. Vielen Dank, Meister. Also, ich war einmal in Braviel, im Sumpfloch. Das ist aber ein Kanalwasser, was die da saufen. Da kannst du ja gleich deinen Kopf in einen Schweinetrog stecken. So ein Ekelgesöff, trägt seinen Namen zurecht. Na, dann trink mal nicht so viel. Ich doch nicht. So, oh, hier haben wir leere Flaschen, die nehmen wir mal mit. Eine Art Altar. Ja, okay.
So, hier geht's in den Ritterturm. Und was haben wir hier? Pelagius der Dritte. Eine geheime Notiz. Die werden wir doch gleich mal lesen. Die Schrift ist unleserlich und das Papier uralt. Ihr vermutet, dass dieser Zettel schon lange hier versteckt ist. Ankündigung. Dies ist ein Test. Ihr faulen Hunde werdet nun zeigen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Der Kaiser braucht keine verschlafenen Rotznasen, sondern Ritter, die nicht auf ihren Kopf gefallen sind. Oberhalb des Sitzes des ehrenwerten Sirodiil-Meisters habe ich ein paar Tränke versteckt. Der Erste, der diese Ankündigung liest und die Tränke herunterholt, darf die Tränke behalten. Und wehe, ich erwische einen von euch, wie ihr diesen Zettel versteckt. Dem mache ich Beine, verstanden? Es scheint so, als hätte die Drohung nicht besonders viel geholfen, denn versteckt wurde es ja anscheinend. So, rücken wir das Bild wieder zurecht. Und schauen, wie wir auf dem schnellsten Weg nach unten kommen, möglichst ohne zu springen. Hier geht's in den Schlafbereich der Ritter. Die ganzen anderen Räume schauen wir uns gleich an. Wir kümmern uns erstmal um die Halle. Hier geht's nochmal Schlafräume. Hier geht's in die Küche. Hey, hey, Sorla! Warte mal! Ich habe schon lange nicht mehr gut gegessen, Ordensmeister. Habt ihr unseren Pakt vergessen? Hier habt ihr ja schon eure Knete. Und ihr mein Schwert. Schön. Hast du noch irgendwelche netten Gerüchte für uns? Ich bin nicht gegen die Sklaverei und nicht nur auf Morrowind halten wir uns Sklaven. Mein Vater hatte einmal ein Buch aus einer Stadt. Ich glaube, sie hieß Katar. Die hielten sich sogar Menschen als Sklaven und äußerst human. Ja. Wir sehen uns. Wohl oder übel. Das werde ich jetzt auch nicht näher beleuchten, aber andere Länder, andere Sitten. In dem Fall Morrowind. Ach, hier geht's wieder nach draußen. Klagius ist wieder am Saufen. Was auch sonst. Hier vielleicht noch irgendwie weiter. Nein. Hier geht's noch nach unten. Kartenraum. Okay. So, ansonsten war es das. Dann arbeiten wir uns von oben nach unten mal durch die Räume. Erstmal der Schlafbereich der Ritter. Och, wie nett. Ja, aber klauen werden wir jetzt natürlich mal nichts. Jetzt sind ja unsere Ritter. Ach, da sitzt ja unser lieber Relius. Und das scheint Adelene zu sein. Ach, die Arme, aber der... Es sieht so aus, als hätte er hier ein paar angefangene Gedichte. Habt ihr meinen Beutel lehnen? Klar. Hab Dank. Oh, Gedicht. Sprechen wir ihn darauf an. Ah, hervorragend. Also habt ihr es überbracht. Sagt, wie gut hat es ihr gefallen? Dachtet ihr das schon? Ihr verfolgt sie gegen ihren Willen, sind wir mal ehrlich. Verfolgen gegen ihren Willen? Ah, ich verstehe, ihr seid auf Adelenes Falle getapst. Sie gibt sich stets kühl und reserviert, aber glaubt mir, das sind nicht ihre wahren Gefühle für mich. Zwischen uns existiert etwas. Ich weiß es einfach. Ich wage das zu bezweifeln. Hast du noch... Ah, macht euch bereit, wir brechen auf. Also wir können ihnen befehlen, uns zu folgen, aber das brauchen wir im Moment noch nicht. Vielleicht mögt ihr meinen Brief. Adelene, Maid. Nymphe, Traum, der mich beschleicht, des Nachts mich quält auf meinem Schlafgemach. Manch wünscht ich, die Pflicht wär nicht und ich säh nicht nur im Traum dein Antlitz. Ja. Gehabt euch wohl. So, was haben wir hier noch? Da hinten geht's zurück. Dann gibt es hier noch... Hey, ihr da. Du, ich, reden. Haben wir gerade schon. Wir gehen jetzt erstmal in den Ritterturm. Ja, da sind sie gleich alle. Euer Schwertsire. Hey, Sergius. Hi. Euer Anwesen ist in sicherer Hand. Ja, eine der Wachenmänner. Na, dann gehen wir mal wieder ein bisschen Parade. Oh, hi, Irena. Bei uns gibt es eine wunderbare Küche, haben sie gesagt. Da gibt es Leute, die dein Essen zu schätzen wissen, haben sie gesagt. Was da? Pustekuchen. In dieses Loch haben sie mich gesteckt. Der Lohn ist miserabel und die Kerle fressen einem die Haare vom Kopf. So sieht's aus. Ich
Hi, ich bin übrigens der Anführer hier. Ja, den habe ich noch nie zu Gesicht bekommen. Stellt nicht mal sein Personal selber ein. Ob er sich wohl alleine den Hintern abwischt? Aha, ihr seid das. Ja, nun, ihr seht vortrefflich aus. Ich werde dann mal wieder an die Arbeit gehen. Ist wohl besser. Oh, hast du eine Aufgabe für uns? Oder sollen wir dir Aufgaben erteilen? Gut, dass ihr fragt. Ich benötige 25 Wildbret. Ich sag ja, die wollen mehr Fleisch, als es Blätter im großen Wald gibt. Okay, Quest angefügt. Irene, die Köchin. Oh, hier gibt's Rindfleisch, das wir schon mal mitnehmen können. Aber die will ja Wildbret. Hier oben bestimmt nicht, auch wenn hier ein bisschen Brot herumliegt. So, dann schauen wir mal, was uns weiter unten noch erwartet. Erstmal gehen wir in die Küche, wo Irena so arbeitet. Dieses Loch, in das wir sie hineingesteckt haben. Hey, was willst du? Du hast doch sogar ein eigenes Fenster. Ups. Ja, Entschuldigung. Gehen wir lieber wieder. Auch wenn sich das Geräusch gerade ziemlich nach Ratte angehört hat. Also nicht das Dong, das war ich. So, da gibt's noch mehr Schlafräume. Hier geht's nach unten. Eine neue Macht in Ciruriel, der Rattenkurier. Nach den Vorkommnissen der letzten Tage und dem Eingeständnis der Reichsregierung, nicht mehr in der Lage zu sein, aus eigener Kraft die Sicherheit der Reichsbürger gewährleisten zu können, haben sich unsere Reporter auf die Suche nach Informationen über unseren neuen Beschützer begeben. Als Reaktion auf unsere kritische Berichterstattung waren die zuständigen kaiserlichen Behörden nicht besonders kooperativ. Dennoch ließ sich ermitteln, dass die offiziellen Stellen sehr wohl über detaillierte Informationen zu der neuen Fraktion verfügen. Wir konnten in Erfahrung bringen, dass die Paramilitärs Anhänger einer Glaubensgemeinschaft sind, die angeblich schon lange Zeit existiert, bislang aber nur im Verborgenen agiert hat. Kann man also davon ausgehen, dass die Sicherheit des Reichs in die Hände von nicht neuen göttergläubigen Fanatikern gelegt wurde, die womöglich schon seit Jahren die Reichspolitik heimlich manipulieren? Dann kann man wohl auch davon ausgehen, dass die Reichsregierung die Lage der Nation nur verschlimmert. Der Kanzler sollte sich ernsthaft fragen, ob das Reich auf dem richtigen Kurs ist. Der Rattenkurier wird nicht aufhören, die Hintergründe dieser Entwicklungen aufzudecken und Licht in die dunkle Vergangenheit dieser Gemeinschaft bringen. Derzeit befassen sich mehrere unserer Redakteure mit dem Studium alter Aufzeichnungen der kaiserlichen Hofschreiber, die kürzlich zur öffentlichen Einsicht freigegeben wurden. Wenn die Angaben der Offiziellen stimmen und in der Vergangenheit tatsächlich schon öfters erfolgreich mit dieser Gruppe im Geheimen zusammengearbeitet wurde, dann werden sich darüber Dokumente finden lassen, die vielleicht auch weiterführende Informationen beinhalten. Wie immer wird in der nächsten Ausgabe über die neueste Entwicklung berichtet werden, denn ihr habt dann recht zu erfahren, an wen die Reichsregierung eure Sicherheit verkauft hat. Tja, das klingt ja schon ein wenig kritisch, aber dazu mal zu dieser Kritik. Da der Ritter der Neuen... Oh, eine merkwürdige Kerze... Egal, da die Ritter der Neuen, der Orden des Drachen von Tiber Septim gegründet wurde und Tiber Septim ja einer der neuen Göttlichen ist, würde ich schon sagen, dass wir zu dem Glauben der Götter an die Neuen gehören. Und diese neue Erkenntnis tut uns Tür und Tor auf. Ein geheimer Gang, davon gibt es ja hier nicht wenig. Hebel ziehen. Huhuhu. Hallo? Tor. This gate is opened remotely. Eine verblichene Notiz. Der verdammte Hebel in dem Schrank rost doch jedem Abwasch mehr ein. Das nasse Geschirr tut dem Mechanismus ganz und gar nicht gut. Ich muss unbedingt mal jemand Fachkundigen in den Ritterturm schicken, der sich das ansehen soll. Quest angefügt. Verborgenes Zimmer. Im Haus meines Ordens fand ich eine Notiz. Dort wird gesagt, dass in einem Schrank im Ritterturm ein Schalter verborgen ist. Vielleicht sollte ich mir das mal genauer ansehen. Wie gesagt, hier gibt's verborgene Türen und Gänge ohne Ende. Wir haben jetzt gerade in einem geheimen Gang die Notiz zu einem geheimen Raum gefunden. Was will man mehr?